Und herzlich willkommen hier zurück im nächsten Part. Wir gehen gerade nach unten, sollen uns ja irgendwie dem kaiserlichen Hauptmann hier anschließen. Doch, wo ist der? Was ist da eine gute Frage? Das ist schön. Und wir helfen euch mal hier durchzubrechen. Schnappt sie euch. Ja, ihr werdet standhalten. Fürchtet euch nicht, der Herold ist unterwegs. Ach Gott, wie sieht denn das aus? Wie so ein kleiner. Hm, sehr alte Ruinen. Sehr, sehr alt. Und sauschön. Großer Wasserfall entdeckt. Guten Morgen. Das ging flott. Und abwärts. Das sind Wächter? Och nö. Er hat immer noch Wächter unter seiner Kontrolle, das ist ja nicht schön. Ich glaube, ich muss mal da hoch. Wunderbar, schnappt sie euch. Sau hübsch mit diesen überwucherten Haller-Statuen, ey. Die hätte man gerne in der Feste. Ich weiß nicht, so manche Sachen verstehe ich nicht, warum wir die nicht haben. Sind viel hübscher als der ganze andere Krams. Vermutlich die letzten von denen, die in Adamant versklavt wurden. Arme Schweine. Orpheus verheizt sie zu Dutzenden. Tja, das ist wohl wahr. Aber wir werden es aufhalten. Erreiche die zweite Blockade. Wir kommen. Für den Sieg! Sie fallen! Rotkämpfer fallen! Natürlich fallen sie. So wie es auch sein muss. Die Monster haben die Flucht ergriffen, Euer Gnaden! Tja, so soll es sein. Und ihr habt überlebt. Das ist noch viel, viel wichtiger. Ich kann es mir nicht leisten, teure Verbündete zu verlieren. Dort vorne. Ein ganzes Lager voller roter Templer. Seht euch vor. Da sind Bogenschützen auf der Mauer. Yep, und die kümmern wir uns als erstes. Das Fußvolk. Ach, verdammt. Nein, nicht hängen bleiben. Oh, Gott sei Dank. Hey, was haben wir da? Einen Behüter schaffen.
so, das sind Elfenschurken. Wer waren diese Elfen? Sie sahen nicht wie Dalish aus. Sie sind keine Freunde der Templer. So viel steht fest. Vielleicht sind diese Wesen der Grund, warum kaum jemand aus der Arbor-Wildnis zurückkehrt. Das könnte natürlich sein. Uralte Elfen. Alles Schurken, die das Ganze hier verteidigen. Oder gar, Geisterschurken. Who knows? Gefaltete Nachricht, Hauptmann Loren. Ich will von euren Leuten kein Gemurren hören, weil Lord Corypheus für seine Ehrengarde Grauwächter anstellte, seine Temper ausgewählt hat. Oh, okay. Es ist nicht unsere Aufgabe, seinen Willen zu verstehen, sondern ihn umzusetzen und zu gehorchen. Außerdem ist unser Meister noch immer verärgert darüber, dass er in Adamant, abgesehen von ein paar Dutzend versklavten Grauwächtern, alle anderen an den Inquisitor verloren hat. Wenn eure Soldaten klug sind, erwähnen sie die Sache mit keinem Wort. Lieutenant Kelton. Er hat also die restlichen Grauenwächter als Leibgarde. Oh, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Gott, wie lange brauchen wir denn bis zur zweiten Blockade? Zwar alles linear, aber... meine Leute sind schon weit vorgedrungen. Aber alles auch nicht. Hörst du auf, meinen Platz zu machen? Hier kommt jeder Leben raus. So muss das sein. Yep, da ist er und da war er. Wir rennen weiter. Das sind alles nur so kleine Scharmützel. Ich bräuchte mal so eine richtige Schlacht. So 200 gegen 200 und wir metzeln einfach mitten durch. Das wäre awesome. Da links ist der Verteidigungswall und da rechts ist irgendwas anderes. Aber da wird gerade gekämpft. Wir müssen den Magiern helfen. Überschalten, so sieht's aus. Ich schaff das. Da das aber so die einzige Abweichung von dem Ganzen zu sein scheint, muss ich es mir angucken. Okay. Nee, da komme ich nicht durch. Aber rüber. Wow. Oh, da wird gekämpft. Dann müssen wir hin. Helft ihnen. So muss das. Immer schön unsere Verbündeten am Leben halten. Offiziell wirkender Brief an alle Hauptmänner der Roten Templer. Wir opfern keine Zeit für diese elfischen Fanatiker. Rückt vor, postiert mehr Wachen und schlagt die Hinterhalte zurück. Wann immer sie kommen, den Mittel-Tempel zu finden, ist unsere vordringliche und einzige Aufgabe. Sobald ich das Gefäß bin, kann unser Meister endlich die Macht beanspruchen, die auf ihn wartet. Kein Elf, keine Stadt, keine Nation kann gegen eine lebendige Gottheit etwas ausrichten. Klingt besser. Für diesen Tag haben wir unser Blut gegeben. Die Inquisition und die Orlesianer schnappen nach unseren Fersen. Und ihr habt mehr geopfert, als man von irgendjemandem verlangen sollte. Aber wenn wir jetzt scheitern, war der Tod eurer Brüder und unserer Schwestern umsonst. Das werde ich nicht zulassen und ihr auch nicht. Dessen bin ich gewiss. Für den Ruhm des Ältesten, General Samson. Mathemats Kriegshammer.
Ja, nicht so schlecht, aber wir haben was Schöneres. Und begeben uns mal danach noch ein bisschen weiter unten in diese Ruinen hinein. Denn das ist auch hübsch. Für Haven, für die Götter. Ach scheiße. Die Taste jetzt nicht gedrückt, wäre schon dort. Und gib ihn. Einwandfrei. Wir sind hierher, weil es eine Schleierflamme gibt? Nein. Warum sind wir hier? Alte elfische Schrift. Kodex-Eintrag erhalten, aber gesehen haben wir eigentlich gar keine Elfenrunen, die darauf hinweisen. Philandaris kann man hier abstauben. Jede Menge. Nützt mir jetzt aber nichts weiter. Na schön. Haben wir diesen Elfentempel auch befriedet? Geht's mal weiter. Und hier rechts war nämlich noch einer. Unsere Soldaten sind auch am Kämpfen. Ich höre es, ich sehe es. Wir müssen helfen. Sehr schön. Sie fallen, die roten Templer fallen. Jawohl, das tun sie. Oh, ich bin sogar aber jetzt auf dem richtigen Weg. Schnappt euch mal den da. Weidmanns Heil in die Zukunft. Wir halten sie in Schach. Folgt ihr dem Schiff bis zum Tempel. Ach, Liliana da oben. Armseliger Bastard. Nein, ich kann euch nicht einfach so im Stich lassen. Werte Liliana, wo sind Sie? Da hinten. Da unten. Ah. Hallöle. Schade, man kann nicht mit ihr reden. Gut, man weiß ja, sie ist eine Kriegerin. Also, das heißt eine Kriegerin, eine Kämpferin. So, was haben wir da noch? Die Wildnis muss erkundet werden. Obwohl wir uns mitten im Krieg befinden. Das ist eigentlich die schlechteste und falscheste zeitliche abgepasste Option, die wir haben. Und da hinten geht es schon wieder weiter mit den Kämpfen. Das sind zwei Stück, drei Stück, vier Stück, fünf Stück. Oh Gott, ich muss es helfen. Einige diese Hüter-Elfen, die sind faszinierend. Dem unterstehen die gerade, weil die kämpfen auch gegen die roten Templer. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich ehrlich. Wir sehen uns hier aber wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.